Liebe Freunde Europas, herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion TTIP, Chance oder Risiko. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für das geplante transatlantische Freihandelsabkommen so interessieren. Begrüßen Sie nun also im ersten Schritt mit uns gemeinsam die Gäste hier auf dem Podium, William E. Möller, Generalkonsul der amerikanischen Botschaft. Unser zweiter Gast ist Joachim E. Menze, das ist der Leiter der Europäischen Kooperation in München. Dann Professor Thomas Müller von der Universität Augsburg. Dr. Linus Förster, der stellvertretende europapolitische Sprecher der Bayerischen Landtagsfraktion. Christine Kamm, das ist die europapolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion in Bayern. Bruno Marcon, er ist heute hier als Mitglied des bundesweiten Tagrates auch zum Thema TTIP zu uns gekommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank an die Anwesenden, dass Sie es geschafft haben. Vielen Dank aber auch an Sie, dass Sie es hierher geschafft haben. Ich freue mich mit Ihnen auf eine spannende Diskussionsrunde. Bevor es losgeht, noch ein paar einführende Bemerkungen von mir. Beim Reinkommen ist vielleicht schon dem einen oder anderen hier im Erdgeschoss aufgefallen, bis zum 25. Mai ist hier eine Ausstellung im Rathaus zu sehen. Das liegt daran, dass vor 70 Jahren der Zweite Weltkrieg endete. Das Kriegsende haben die Europäer sehr rasch auch als eine Chance begriffen. Der europäische Einigungsprozess hat uns 70 Jahre Frieden in Europa beschert. Und er ist doch noch nicht abgeschlossen. Der Binnenmarkt und der Euro wurden eingeführt, aber Steuerstupflöcher und unterschiedliche Standards bewirken immer noch, dass Länder in Europa auch gegeneinander aus betriebswirtschaftlichen Gründen ausgespielt werden können. So werden beispielsweise Unternehmenssteuer eben da bezahlt, wo sie gerade am günstigsten sind. Dennoch, wir haben in Europa gelernt, wir vertragen uns durch Verträge. Wie wichtig es ist, durch Verträge den Frieden zu sichern, sehen wir leidvoll dort, wo Unsicherheit und Kriege herrschen. Flucht, Vertreibung und Tod sind die bitteren Folgen, ob in der Ukraine, in Syrien oder in Afrika. Wie wichtig es dabei ist, Verträge genau zu verhandeln, sehen wir dabei auch. Denn Italien kann mit der Flüchtlingsproblematik nicht alleine gelassen werden. Jedenfalls nicht, falls unsere Wertegemeinschaft über das Papier hinausgeht, auf dem sie steht. Verträge sind also wichtig, aber nicht immer automatisch fair. Umso wichtiger ist es, auf die Inhalte zu achten. Das wollen wir heute tun. Denn Verträge können Sicherheit bringen, aber es stellt sich natürlich immer auch die Frage, Sicherheit für wen? Für alle Bürger, in diesem Fall in der EU und der USA, oder für einzelne wenige Unternehmen? Ob Verbraucher, Umwelt- oder Sozialstandards, Investitionsschutz oder Schiedsgerichte. Viele Fragen sind zu TTIP offen und der Wunsch ist groß nach mehr Transparenz beim geplanten Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA. Machen Sie sich mit uns heute Ihr eigenes Bild darüber. Klären Sie für sich mit uns ab, ob TTIP eher eine Chance oder eher ein Risiko bedeutet. Freuen Sie sich mit mir nun zunächst auf Philipp Sedrowski und dann das Einführungsreferat von Professor Dr. Mönz. Herzlichen Dank. Ein herzliches Willkommen. Es ist uns ein großes Anliegen, auch vor allem auch die Perspektive von jungen Menschen auf TTIP heute mal etwas zur Sprache bringen zu können. Das ist etwas, was meiner Meinung nach sehr stark untergegangen ist. Wenn wir ins Berufsleben einsteigen, wird, wenn TTIP zustande kommt, TTIP voll greifen. Wir werden unser gesamtes Berufsleben mit den Auswirkungen zu tun haben. Ob das jetzt gute Auswirkungen sind, schlechte Auswirkungen sind, lässt sich schwer sagen. Wenn wir uns darüber informieren wollen, was für Auswirkungen TTIP haben wird, dann hören wir auf der einen Seite, es wird die Hölle auf Erden und es wird alles schlecht und alles geht den Bach runter. Und auf der anderen Seite hören wir, es wird der Himmel auf Erden und alles wird sehr viel besser, als es jetzt ist. Und wir können es uns auch gar nicht vorstellen. Der Mittelweg oder sachliche Informationen sind bisher leider nicht wirklich zu haben. Von beiden Seiten aus ist da noch sehr viel Übertreibung im Spiel.
Deswegen freue ich mich, dass heute auch sehr viele junge Menschen da sind, die dann auch ihre Fragen, ihre Wünsche, ihre Sorgen äußern können und damit vielleicht zwei Dinge heute erreicht werden können. Zum einen eine sachliche Diskussion, fundierte Informationen von beiden Seiten, was TTIP bewirken wird, und auf der anderen Seite aber auch ein Dialog, die Möglichkeit, vielleicht, dass manche Positionen auch ihren Weg nach oben finden und auch Berücksichtigung finden. Denn regieren geht, wie Abraham Lincoln auch schon gesagt hat, nachdem wir den amerikanischen Generalkonsul da haben, in alle Richtungen. Government, by the people, for the people, of the people. Dementsprechend ist das hier ein super Format und ich wünsche uns allen eine angeregte Diskussion und einen schönen Abend. Danke.